Hallo, mein Name ist Lena Scheck. Ich bin Schülerin der 3AHB und bin die diesjährige Juniorbotschafterin der HLB Spital. In meiner Funktion als Juniorbotschafterin helfe ich gemeinsam mit meinem Team bei der Organisation von interessanten Aktivitäten in unserer Schule rund um das Thema Europa. Als Botschafterschule des Europäischen Parlaments ist es demnach unser Ziel, das Bewusstsein für Europa und die europäische Demokratie bei jungen Menschen zu fördern. Werd auch du ein Mitglied unseres Teams und lern Europa von einer ganz neuen Seite kennen. An unserer Schule gibt es zwischen der 3. und 4. Klasse ein verpflichtendes 12-wöchiges Praktikum. Dieses kann wahlweise entweder im Inland oder im EU-Ausland absolviert werden. Zum Beispiel kann man nach Schweden, Italien, Irland, Frankreich oder Malta gehen, aber auch Liechtenstein, Norwegen oder Island sind möglich. Wer den Schritt also wagt und im Rahmen des Erasmus Plus Projektes ein Praktikum absolvieren möchte, hat viele Vorteile zu erwarten. Das Erasmus Plus Programm bietet dir eine finanzielle Unterstützung für Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung während deines 12-wöchigen Aufenthalts. Das Arbeiten in einem internationalen Team, zum Beispiel in einem Hotelbetrieb, ermöglicht dir die Förderung deiner Kommunikationsfähigkeiten in den verschiedensten Sprachen. Du kannst auch dein bereits erworbenes Wissen im praktischen Bereich deiner Ausbildung erweitern. Außerdem lernst du ausländische Betriebsstrukturen und deren Arbeitsabläufe kennen. Nach deinem abenteuerlichen 12-wöchigen Praktikum kehrst du dann als selbstbewusster und weltoffener EU-Bürger wieder nach Hause zurück. Und weißt du, was das Beste daran ist? Dein Erasmus-Plus-Zertifikat macht sich auch richtig gut in deinem Lebenslauf. Wir, das Erasmus-Plus-Team, begleiten die Praktikantinnen das ganze Jahr über. Das heißt, wir unterstützen dich bei der Auswahl des Partnerbetriebes, bei den ersten Bewerbungsgesprächen bis hin zum Ausfüllen des Arbeitsvertrages. Und wir stehen dir immer gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Das heißt, es zahlt sich in jeder Hinsicht aus, einmal über die Grenzen hinauszublicken und die ersten Schritte in die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu wagen. Und was wäre Erasmus Plus ohne eine fundierte Sprachenausbildung? Diesbezüglich sind wir in der HLW Spital perfekt aufgestellt. Neben der Englischausbildung, die ohnehin Standard in der internationalen Kommunikation ist, bieten wir natürlich als Grenzregion zu Italien tollen Unterricht in der zweiten Fremdsprache Italienisch an. Und als Eintrittskarte in die EU, Europa spricht Französisch, können unsere Schülerinnen und Schüler natürlich auch Französisch wählen. Sprachen werden bei uns nicht nur als Unterrichtsfach den Schülerinnen und Schülern vermittelt. Wir sind als Schule und Kollegium intensiv bemüht, diese Sprachkompetenzen auch mit der realen Welt zu verknüpfen. Dies zeigt sich sowohl im Gastronomiebereich, eben mit Erasmus Plus oder den Abschlussprüfungen, die auch in der Fremdsprache absolviert werden können, als auch im Wirtschaftsbereich oder zum Beispiel in Geografie, wo teilweise in der Fremdsprache Englisch unterrichtet wird. Und um das alles mit Spaß und Motivation zu begleiten, organisieren wir Fremdsprachenwochen ins englischsprachige Ausland, nach Italien und nach Frankreich.